Große Aufregung am Dienstagmorgen in Landenhausen. Gegen 0.41 Uhr meldete die Leitstelle des Vogelsbergkreises einen Kellerbrand. Die Anwohnerin selbst hatte die Feuerwehr alarmiert. Ihr Mann hatte sie benachrichtigt, dass die Pelletheizung eine Fehlfunktion hatte, sagte Julian Haas, Einsatzleiter und Wehrführer der Feuerwehr. Die Brandschützer fanden einen verrauchten Heizungskeller vor, es wurden zum Glück keine Personen verletzt. Die Feuerwehr hatte einen Löschangriff unter Atemschutz zur Erkundung aufgebaut sowie einen Sicherheitstrupp gestellt. Der Keller wurde belüftet und die Heizungsbaufirma in Kenntnis gesetzt. Am Einsatzort waren 45 Brandschützer, der Rettungsdienst und eine Streife der Lauterbacher Polizei, sagte Julian Haas, Einsatzleiter und Wehrführer der Feuerwehr Landenhausen. Ein Sachschaden ist nicht entstanden.